Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich euch ein Komplettset vorstellen. Es heißt Gruß und Glück und kommt aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, das gibt es auch weiterhin, denn schlaue Füchse unter euch haben gesehen, dass dieses Set nicht in der Auslaufliste steht. Was ja bedeutet im Umkehrschluss, es gibt dieses Set noch weiterhin. Somit kann ich euch dieses Set auch vorstellen und kann euch den Frühjahr-Sommer-Katalog zeigen. Da ich euch ja Einblicke in den Jahreskatalog noch nicht gewähren darf. Aber Frühjahr-Sommer-Katalog ist ja doch aktuell bis Ende Mai, also zeige ich euch einfach einen Frühjahr-Sommer-Katalog und wir schauen uns dieses Set an. So, das Set kommt in einem tollen Karton. Den habe ich schon mal aufgemacht, aber weiter reingeguckt habe ich noch nicht. Das machen wir einfach gemeinsam. Ja, eigentlich ist in diesem Set alles drin, was man braucht, um anzufangen, Karten zu basteln. Wir haben in diesem Set ein Stempelset. Ich lege das mal hier rein, damit man das ein bisschen sehen kann. Es ist im Katalog abgebildet. Allerdings seht ihr hier ja auch, es ist nur 50% der Originalgröße. Also eigentlich so groß. Im Katalog ein bisschen kleiner. Dann haben wir, oh ja, ist alles eins, auch schön. Aquarellstifte. Die gehören mit in unsere Kiste der Aquarellstifte. Und diese Farben gibt es tatsächlich auch nur über diese Kiste. Steht nämlich auch in dem Frühjahr-Sommer-Katalog, die Aquarellstifte in Flamingo-Rot und Limette sind exklusiv nur in diesem Set und nicht bei unseren Aquarellstiften enthalten. Ja, freue ich mich sehr. Flamingo-Rot, Limette ist ja leider eine In-Color, die wird uns nächstes Jahr verlassen, aber Flamingo-Rot, wissen wir schon, kommt in den nächsten Jahreskatalog als Standardfarbe hinein. Freuen wir uns umso mehr. Aquarellstifte. Dann haben wir hier ein Stamping Spot. Das ist ein kleines Stempelkissen in Schwarz. Finde ich ziemlich gut. Kann man gut gebrauchen. Archivtinte. Wenn man jetzt noch einen Wassertankpinsel hat, zufällig, oder einfach einen Pinsel mit ein bisschen Wasser, kann man schon die ersten Aquarellgeschichten machen mit diesem Set. Also total gut. So, und dann haben wir hier noch einen eingeschweißten Teil. Den machen wir mal eben auf. Ich hoffe, ihr könnt alle noch gucken. Es ist nämlich mittlerweile dunkel geworden draußen. Und ich drehe, glaube ich, jetzt irgendwie schon das 10. Video heute. Aber irgendwie müssen wir die ganzen Produkte, dieses Set liegt übrigens auch schon bestimmt 8 Wochen bei mir rum. Und ich komme einfach nicht dazu, euch das zu zeigen. Und eigentlich habe ich das gedanklich schon abgeschrieben, bis ich gesehen habe, dass es in einem neuen Katalog übernommen wird, weil es nicht in der Auslaufliste steht. Juhu. So, dann haben wir einen kleinen Acrylblock aus dem Hause Stamping Up. Genau passend, dass alle Teile, die es hier gibt, draufpassen. Finde ich ganz toll. Dann haben wir hier Limette Ombre Geschenkband. Ein bisschen. Ombre heißt ja so ein Farbverlauf, so ein Ton-in-Ton-Farbverlauf. Den kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen. Ja, ne? Oben hell, unten richtig Limette. Das ist auch sehr schön. Dann haben wir hier Dimensionals drin. Große. Aber das reicht für dieses Set total aus. Oh, Sekunde. Ich nehme sie einfach aus der Hülle raus. Entschuldigung. Da sind Dimensionals. So, dann haben wir Briefumschläge. 3 Stück in Mini.
innen schwarz-weiß, außen weiß. Dann haben wir hier noch vier größere. Hier haben wir Karten, die passen dann. Ach so, Entschuldigung, wir haben auch vier kleine Briefumschläge. Ich wunderte mich gerade schon. Wir haben nämlich auch vier so Karten, die man also einfach knicken kann. Normalerweise ist diese Seite außen. Das sieht man an dieser Falz, weil der Berg kommt nach innen und das Tal kommt nach außen. Aber ich glaube, dass das auch ganz nett aussieht, wenn man das andersrum falzt. Aber das ist immer das Schöne, darum haben wir hier auch so ein ausgiebiges Foto. Man kann genau sehen, was man damit machen kann. Und deswegen gibt es hier so ein schönes Foto, wo man einfach auch nochmal gucken kann. Also ist eigentlich die dunkle Seite geplanterweise außen, so wie ich das gerade schon sagte, von den Falz her. Dann haben wir hier so ein bisschen Papier für eine Lage vermutlich. Noch andere Briefumschläge in einer anderen Form. Auch sehr schön. Dieses hier sind Karten im Sechseckformat. Das finde ich auch sehr lustig. Die seht ihr hier. Da. Da malen wir hier auch gerade so drum. Das finde ich auch sehr schön. Ich muss mir abgewöhnen, das da immer wieder drauf zu legen. Ne? So, dann haben wir Karten etwas größer. Hier kommen wir schon zu Dingen, die man einfach, die sind so, wie nennt man das denn, vorgeschnitten oder so. Die kann man hier einfach rausbrechen. Seht ihr das? Und dann gibt es einfach so ein Ding mit einem goldenen Rand. So, die nimmt man einfach so aus diesem Bogen raus und kann sie einfach dann schon hier so drauflegen oder draufkleben oder wie auch immer. Ihr könnt euch natürlich, das ist eben das Einfache an dem Komplettset, 1:1 an dem Original orientieren und das genau nachbasteln, dann reicht es auch genau für das, was eben auf dem Katalog angezeigt ist. Andererseits steht euch natürlich auch total die Welt offen, damit zu machen, was ihr gerne möchtet und einfach andere Dinge zu tun, die euch hier so einfallen. Hier gibt es auch Karten. Ne, ist auch eigentlich die dunkle Seite außen. So, hier haben wir jetzt, wir würden das nennen Vellum. Das ist auch Vellum, aber es ist halt nur ein kleines bisschen Vellum. Wir haben auch so eine Stanze bei uns im Katalog. Aber hier ist das halt vorgelasert und wie gerade eben schon bei diesen Teilchen kann man auch hier ganz einfach ohne Big Shot Blumen oder in diesem Fall Blätter einfach so rausdrücken. Klar, ein bisschen vorsichtig, ne? Aber da gibt es zwei Blätter davon. Nee, gibt sogar mehr. Gehe ich mal eben das zur Seite. Hier gibt es sogar vier Blätter mit Blättern. Sehr schön. So, hier haben wir wieder Teile, die man rausbrechen kann. Diesmal auf Designpapier. Zeige ich euch auch, was man damit so schafft. So, hier bei diesem ist nämlich dieses Papier im Hintergrund. Da so, seht ihr das? Das ist dieses hier.
Ja, ne? Und bei dem Happiest mit den... Oh, wie heißen sie denn noch? Das war ein Celebration-Stempel-Set. Ich bin immer bei Flirty Flamingo. Nein, so heißen sie nicht. Sie heißen, es ist Flieder. Flieder-Stempel-Set. Nee, Flieder war es auch nicht. Herrgott. Eigentlich wollte ich es ja vergessen, weil Celebration ist schon rum. Auf jeden Fall gab es das als Stempelset. Wir gucken hier einfach mal weiter. Hier gibt es dann noch diese, die gehören hier in den Hintergrund und hier in den Hintergrund. Das sind diese. Und dann haben wir, können wir einmal so große Karten rausnehmen. So, aber auch etwas kleinere. Und auch hier so kleine Streifen. So. Hier haben wir wieder was zum Anmalen. Hoppala, das fällt schon von alleine raus hier. Das ist das, was hier gerade ausgemalt wird. Hier. Das kommt also hinter diese sechseckige Karte. Und dann haben wir hier noch eine ganze Menge. Kann man einfach rausbrechen, seht ihr hier, ne? Das ist halt total einfach. Es ist vorgelasert und da braucht ihr also weder eine Big Shot noch Framelits und habt einfach so kleine Teile. Natürlich ein bisschen vorsichtig sein. So, dann haben wir schon einen leer. Wir können den schon hier mit rüberlegen. Da haben wir dann nochmal für 4 Karten, klar, ne? Haben wir dann auch 4 von diesen vorgelaserten Blättern. Und hier haben wir noch ein bisschen Goldfolie. Die ist auch vorgeschnitten. Da kann man so kleine Banner rausbrechen. Sehr schön. Ja, und die Pappe, die es hält. Und hier haben wir auch noch mal eine Erklärung. Hier kann man dann genau noch mal nachlesen, wer also den Katalog gerade nicht da hat. Abgestimmt auf die Farben Schwarz, Flamingo, Rot, Limette, Olivgrün, Himmelrot und Saharasand. Gibt es hier auch noch mal genau die Erklärung dazu, was man wie zusammenbastelt und was man wie anmalen könnte, damit man hier was Schönes verschenken kann, verschicken kann, wie auch immer. Ja, das war das. Kartenset Gruß und Glück, wie gesagt, kommt aus dem Frühjahr-Sommerkatalog 2018. Und wird jetzt übernommen in den Jahreskatalog. Ja, falls ihr Interesse habt an dem Set, lasst es mich wissen. Falls euch das Video gefallen hat, schenkt mir gerne ein Däumchen nach oben. Und falls ihr noch mehr wissen wollt und auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schenkt mir doch gerne ein Abo. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und sage Tschüss.